Ja, moin Leute, seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Herzlich willkommen. Wir sind unterwegs, immer noch im schönen Afrika und wir befinden uns heute mal in der Lodge. Nicht um uns irgendwelche Tiere anzugucken oder irgendwelche Tiere auszustellen. Die Hütte ist eh schon so gut wie voll. Nein, denn ich habe durch einen Kommentar mitbekommen, dass es neue Scopes gibt. Und da muss ich doch gleich mal nachschauen, ob das auch stimmt. Ich habe allgemein auch gerade gesehen, bevor wir mal hier reingucken, dass sich auch am UI ein bisschen was geändert hat. Ihr seht es unten bei der Waffe. Das ist jetzt so ein schönes Bild und der Name steht dabei. Und jetzt ist auch so ein Zeichen da, wenn ich die Waffe wechsle. Seht ihr das? Das war vorher nicht. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt passiert ist. Ob das in der letzten Folge schon war und es ist mir gar nicht aufgefallen oder so. Jedenfalls, ja, schöne Sache, schöne Sache. Gucken wir doch mal, was es mit den schönen Scopes auf sich hat. Ich habe eben schon mal reingeguckt. Also ich kann bestätigen, dass es neue Zielfernrohre gibt. Und da haben wir schon ein paar schöne Sachen. Also wir haben aktuell, ich weiß gar nicht, wie sie wir ausgerüstet haben. Ich glaube das hier mit dem 14er Zoom oder das hier? Nee, das mit dem 15er dann wahrscheinlich. Denken wir mal, das ist das Beste, was wir bisher hatten. Oh, oder bis 18? Ja, dann ist halt bis 18 das Beste, was wir bisher hatten. Und jetzt gibt es noch ein Scope, das bis zu 21-fachem Zoom hat. Und ich würde sagen, das müssen wir mal ausprobieren heute. Auch 9-facher Zoom für so ein kleines Scope ist auch nicht schlecht. Ja, 4 bis 16, mittlere Distanz und nochmal große Distanz. Ich würde sagen, wir kaufen es einfach alle. Ich meine, warum nicht, ne? Wir haben das Geld. Ach, kauft man das auch hier, komm. Hier, das wird auch alles gekauft. So. Immer noch 25.000, 250.000, also passt. Und dann gehen wir mal zu unseren Waffen rüber. Moment, Lager. Und dann knallen wir das doch mal drauf, das Visier. Welches waren das jetzt? Das hier? Nee, warte mal. Das. Okay, 21 mal 50. Gut. Klatschen wir das drauf. Und hier knallen wir mal, das ist das 3 bis 18er Scope, das andere drauf. Das 4 bis 16er. Einfach mal, um das mal zu testen, ne? Wir haben auch letzte Folge rausgefunden, dass die Stair Carbon CL2 mit die meiste Wucht oder Durchschlagskraft hat, ne? Auch nachdem das einer in den Kommentaren geschrieben hat. Schönen Dank an euch Kommentarschreiber da draußen. Und ja, ich würde jetzt sagen, liebe Leute, wir machen uns auf den Weg. Heute gehen wir mal. Hier unten könnten wir zwar noch ein bisschen rumschauen, aber heute würde ich ganz gerne mal hier rechts lang gehen. Und mal am Rande der Map ein bisschen nach Norden cruisen. Und ich würde sagen, das machen wir. Ohne noch viel zu labern, schwenken wir uns ins Auto und dann schauen wir mal, was das neue Scope und so, was das so alles hermacht. Oh. Na dann, wir sehen uns bei dem ersten Tier wieder. So, da vorne haben wir die erste Beute, die auf uns wartet. Ihr seht es jetzt vielleicht nicht, weil ich mich gerade hingelegt habe. Ich stehe nochmal kurz auf. Zwei schöne Kudus. Ein erwachsenes Männchen und ein ausgewachsenes Männchen und ein ausgewachsenes Weibchen. Scheinbar sind das auch die einzigen Tiere, die hier rumlaufen. Also keine weiteren Tiere der Herde in Sicht. Das heißt, das ist einfach so ein kleines Liebespärchen, könnte man sagen. Aber am Ende ihrer Lebenszeit. Beide schon ausgewachsen. Und deswegen muss ich diesen Turteltäubchen jetzt leider ein Ende setzen. Also ich muss nicht unbedingt, aber ich würde das schon ganz gerne mitnehmen. Und jetzt können wir uns mal das Visier anschauen. Und oh, das ist ja ultra lecker, das Visier. Holy shit, das sieht gut aus. Na dann, wir haben Gegenwind. Optimal. Ich glaube, ein kleines bisschen weiter rechts zielen und dann. Das Weibchen müssten wir eigentlich auch abschießen, weil die ist dann alleine. Wenn das Männchen dann stirbt, hat sie gar keinen Lebensgefährten mehr und überhaupt kein Partner. So kann sie eigentlich nicht überleben. Also kann sie wahrscheinlich schon, aber. Ah, wäre schon schöner, wenn wir die auch noch bekommen hätten, aber die Gelegenheit hat sich mir nicht geboten. Na gut, jetzt gucken wir doch erstmal kurz, ob der Schuss ausreichend war. Ich meine, ich habe ungefähr in die Herzgegend gezielt. Könnte natürlich sein, der war ein bisschen zu weit rechts, aber eigentlich habe ich gar kein so schlechtes Gefühl dabei. So, haben wir jetzt auch eine Blutspur hier irgendwo? Da hinten? War das so weit weg? Kam mir irgendwie ein bisschen näher vor, aber gut. Gucken nochmal kurz hier. Das ist bestimmt Fressgebiet von Kudus, ne? Ja, ganz genau. Okay, waren halt leider nur zwei Kudus da, aber obwohl, was heißt leider? Also, damit bin ich schon ganz zufrieden. Und jetzt gucken wir mal hier. Mittlere Menge Blut, Luftblasen. Der Schuss hat auf jeden Fall gesessen.
Da hinten ist ein Helmperlhuhn. Warte, Helmperlhuhn? Hieß das so? Okay. Dafür bräuchte ich eigentlich die Schrotflinte, aber die habe ich leider schon wieder weggepackt. Na gut, holen wir doch mal das Tier und dann schauen wir mal, ob wir das Weibchen vielleicht noch da irgendwo rumstehen sehen. Ich hole aber das Auto kurz und dann gucken wir mal in die Richtung. Kannst du mir mal markieren, ungefähr in die Richtung. So, da vorne haben wir's doch, das schöne Weibchen. Da steht's tatsächlich noch und unweit davon liegt doch das Männchen. Das heißt, wir können das jetzt auch noch abschießen und diesem Liebespärchen ein Ende setzen. Es tut mir irgendwie in der Seele weh, aber ich meine, ja, so ist das. Sie sind eh beide ausgewachsen und dieses Tier würde eh, wäre jetzt eh todunglücklich, ja, nachdem ich ihren Gefährten abgeschossen habe. Von daher ist es das Beste, wenn wir sie auch noch schießen. Und das werden wir tun. Legen uns mal hin, weil die Position ist eigentlich echt gut. 100 Meter kommt auch ganz gut hin. Dieser eine Grasbüschel ist mir jetzt ein bisschen im Weg, aber ansonsten. So, heb doch dein Köpfchen nochmal und dann versuchen wir wieder direkt auf die Brust zu schießen. Ungefähr so, würde ich sagen. Ah, dieses Scope, Leute, es ist wirklich wunderbar. Als ich das Kommentar gelesen habe, dachte ich erst, oh, neues Scope. Und dann, jetzt habe ich es ausprobiert und, ah, ich bin hin und weg. Es begeistert mich wirklich sehr. So, was mich nicht so begeistert, ist, dass das Tier jetzt Deckung in dem Busch gesucht hat. Das ist nicht so geil. Was ich mir jetzt von dem Spiel noch wünschen würde, ist, dass es mal wieder ein neues Fernrohr gibt. Ups. Vielleicht auch mal ein Fernrohr mit Nachtsicht oder irgendwie sowas mit irgendeinem Special-Effekt oder so. Das wäre schon richtig cool. Es gibt zwei Fernrohre oder zwei Ferngläser. Das ist schon irgendwie ein bisschen wenig, finde ich. Ich meine, ja, es reicht für das, was man damit vorhat, schon aus, aber ich weiß nicht, noch so ein, zwei Fernrohre mehr, Ferngläser mehr zur Auswahl, das wäre doch schon ganz geil. So, mein Freund oder meine Freundin, wie sieht's denn aus? Jetzt hat die sich wirklich da hinten in Deckung begeben. Das ist, gefällt mir gar nicht. Das ist auch so ein dichtes Gebüsch, ich kann überhaupt nicht durchschauen. Gut, dann müssen wir eben außen rum gehen, aber das Tier war jetzt auch nicht mehr so ultra weit weg. Also es könnte mich durchaus hören, wenn ich jetzt hier drum rumschleiche. So. Da ist es. Im Zweifel machen wir halt einfach einen Kopfschuss, Leute. Ich weiß nicht, ob es mich gerade hört. Aber theoretisch könnte man jetzt auch auf die Brust schießen. Wir können sie ja ungefähr erahnen, zumindest. Warte, hier. Und hier. Oh, mach mal, oder? Oder machen wir einen Kopfschuss direkt neben dem anderen Tier. Kurz mal Entfernung nochmal checken. Was steht da? 100 Meter. Ja, das passt. Ich würde sagen, wir geben dem Tier einen Kopfschuss. Oh, es sieht aus, als frisst es gerade seinen Partner. Das ist der Moment. Oder? Tut mir leid. Aber das war wenigstens kurz und schmerzlos. So, irgendwo da hinten war doch noch ein Wildschwein, nicht? Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Perfekt. Steht auch gerade sehr gut seitlich. Ich würde kurz checken, was es für einen DNA-Wert hat. Und dann wird man direkt den nächsten Schuss ab. Oh, den nächsten Schuss abgeben. 3 Sterne, das ist natürlich schmackhaft. So, 200 Meter, ungefähr so. Ich habe jetzt aus Versehen die Waffe nochmal gewechselt, aber ist nicht so schlimm. So, 200 Meter, so. Okay, wir bleiben lieber stehen. Bleib du auch nochmal stehen, Wildschwein. Bitte, bitte, tu es mir nicht. Nein, tu mir das nicht an. Och, Mann. Ich habe wieder mal die Chance verpasst. Das gibt's nicht. Wo ist denn das jetzt? Hätte ich nicht so ewig gechillt und die Waffe noch zweimal gewechselt, hätte ich das Tier direkt noch abschießen können. Jetzt ist es hinter einem Busch verschwunden. Toll. Oh, Kacke. Naja, gut. Oh. Moment. Da ist es. Bleib stehen, Wildschwein. Bleib stehen. Also, wenn der nicht mittig war, weiß ich auch nicht, Leute. Der war schön ins Schwarze. Ah, okay. Schön ins Schwarze oder vielleicht auch in die Warze. Es war ja ein Warzenschwein. Hoho, hoho, haha, haha. Gut. Genug Wortspiele und Lustigkeiten. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber zu den Kudus. Wieder mal zwei Kudus, die, oder zwei Tiere, die direkt nebeneinander verenden. Irgendwie schön, aber auch schön traurig. So, da liegen sie. Das hat wieder Thumbnail-Potenzial. Ich sag's, wie es ist, Leute. So, hier sind sie.
Gucken das auch einen noch mal von der anderen Seite an, die zwei. Gut. Dann schauen wir uns zuerst einmal das Männchen an. Okay, zu weit rechts gezielt. Das Herz war doch noch ein Stückchen weiter links. Wir sehen auch, dass das Stufe 6 Tier, ne? Wir erinnern uns, Kudu ist ein Stufe 6 Tier. Dass die gute Stayer M1 hier gute Arbeit leistet, zumindest von der empfohlenen Energie her. Gut, die Beine waren ganz schön weit auseinander. Ich hätte ein bisschen weiter nach links ziehen müssen. Ich dachte eigentlich, dass das Herz bei denen eher rechts von den Vorderläufen ist. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte es ungefähr auf einer Ebene, beziehungsweise fast sogar ein Stück links davon sein. Was waren das für Tiere, die wir das letzte Mal hatten, wo das Herz leicht rechts war? Ich weiß noch, bei den Kaffernbüffeln war es ungefähr auf einer Linie. Aber bei irgendeinem Tier war es auch leicht rechts davon. Ach, ist ja jetzt auch egal. Vielleicht waren es die Springböcke oder so. Oder die Spießböcke. Wer weiß. Ist ja auch egal jetzt. Der Schuss war auf jeden Fall ganz gut. Wir haben schön in die Lunge getroffen. Ging einmal bis in die andere Lunge auch noch. Und ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Weniger als 50% DNA-Wert. Ja, gut. Kann man machen. Wieder mal ein Liebespärchen eliminiert. So, dann das passende Weibchen dazu noch. Der Schuss, an dem hatte ich gar keine Zweifel. Ich meine, wenn der das Gehör nicht getroffen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, was hier Phase ist. Der ging gut durch. Ja, der ging auf der anderen Seite wieder raus. Also wunderbar. Ja, mit einer stärkeren Waffe könnten wir hier mit einem Kopfschuss auch noch die Lunge von dem nächsten Tier treffen. Ich will es nur mal erwähnen, ne? Ich will es nur mal erwähnen. Gut. Gut, haben wir jetzt genug Zeit mit den Tieren verbracht. Gehen wir jetzt mal rüber zum Warzenschwein und schauen uns das mal an. Das sollten wir aber auch ganz gut getroffen haben eigentlich. Okay, da ist unser Freund, das Warzenschwein. Schön, das zu sehen. Hallöchen. Wie geht's so, mein Bester? Wie sieht's denn aus? Wie haben wir denn getroffen? Ja. Mittig in die Lunge, sehr weit oben für meinen Geschmack, aber akzeptabel an sich. Für den rechten Lungenflügel hat es gereicht, für den linken nicht ganz, obwohl die Kugel sogar wieder ausgetreten ist auf der anderen Seite. Ich frage mich, warum das nicht gereicht hat, aber gut. Ist ja nicht so wild. Reicht ja, wenn wir eine Lunge ordentlich getroffen haben. Und schauen wir uns nochmal die Sternebewertung an. Oh, was? 93% DNA-Wert. Das ist schon echt gut. Hätte wahrscheinlich auch noch die 4 Sterne erreicht, vielleicht sogar die 5 Sterne. Ja, aber es sieht eigentlich auch schon sehr alt aus. Ich meine, guckt mal an, wie grau das ist. Es hat schon echt viele graue Haare. Also, ich weiß nicht, ob das noch so lange gelebt hätte. Aber wir sehen diese Stoßzähne, mit denen wollte ich mich nicht unbedingt anlegen. Also, das kann schon ordentlich zustechen. Ja, gut. Haben wir doch einen guten Abschluss gemacht und ich würde sagen, das kommt mit in die Ausstellung. 3 Sterne sind schon ganz solide. Gut, wo sind wir denn jetzt? Okay, hier drüben haben wir noch 2 Fragezeichen, da fahren wir mal vorbei und dann schauen wir mal, was das nächste Tier auf unserer Liste wird. So, vor mir befindet sich wieder eine recht brauchbare Gruppe an Kudus. Ich meine, ja, es sind schon wieder Kudus, ich weiß, aber diesmal haben wir einen 3 Sterne Kudu. Und vielleicht gleich die Möglichkeit, 2 davon zu erlegen. Ich habe hier die Stayer Carbon dabei, für alle Fälle, mit dem anderen Scope. Der Zoom reicht mir zwar nicht unbedingt aus, aber hey, es ist okay, ist okay. Wir machen uns bereit für eine Gelegenheit, falls wir gleich die Chance bekommen, 2 Tiere mit einmal zu schießen. Ich weiß noch nicht, ob das bei Kudus klappt, weil die haben ja dann schon doch ein bisschen stärkeren Körperbau als die 2 Tiere von letzten Mal, als die 2 Springböcke, aber das könnte funktionieren. Wir haben ja vorhin gesehen, bei dem Kopfschuss, dass da noch genug Energie übrig war und das war mit der Stayer M1 oder was auch immer. Und ja, oh, jetzt, ja, das ist unsere Gelegenheit. Oh, nee, warte mal. Doch? Ja? Nein? Ja? Ich weiß es nicht. Ich sehe das Tier dahinter, die ist so schlecht. Okay, jetzt. Ich weiß nicht so recht, Leute. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der Schuss ist nicht unbedingt durchgegangen. Also das Tier dahinter hat zumindest wenig Regung gezeigt. Es könnte natürlich trotzdem getroffen worden sein. Vielleicht auch nur mit einer kleinen Blutspur, weil nicht genug Energie übrig war, nicht genug Wucht sozusagen.
Aber wir werden es ja gleich rausfinden. Ich meine, das Tier schon mal direkt liegen geblieben. Wahrscheinlich nicht durch einen Herzschuss. Der Schuss war nicht mal knapp am Herz, würde ich sagen. Dafür war er einfach zu hoch und zu mittig. Ich denke mal, das Tier wird einfach daran gestorben sein, dass dieses Projektil viel zu heftig war. Deswegen, wir werden auch keine 5 Sterne für die Jagdbewertung bekommen, sondern vielleicht nur 4. Aber mal gucken, also die Kugel dürfte schon wieder ausgetreten sein, hätte ich jetzt gesagt. Aber wir sehen hier auch keine Blutspur. Obwohl, warte, was haben wir hier? Nee, das ist nur, okay. Nur ein bisschen Pisse. Gut, na dann, obwohl. Ja, wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen. So, hier haben wir getroffen, schon mit Knochen, das ist schon mal ein schlechter Anfang. Ja, und die Kugel ist auch nicht durchgegangen. Ja, okay. Ich dachte es mir eigentlich schon fast. Und dann haben wir nochmal den Knochen getroffen. Ja, war nicht optimal. War nicht optimal. Ich meine, wir haben ordentlich durch die Lunge getroffen, das ist ja auch nicht das Problem. Aber da noch ein Tier mitzutreffen, ich meine, die Kugel ist nicht mehr ausgetreten, das ist schwierig. Da musst du wirklich einen Kopfschuss und dahinter direkt die Lunge von dem anderen Tier haben. Ansonsten wird das wahrscheinlich nichts. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt... Hoho, scheiße, ich glaube... Ja, ich ärgere mich schon wieder. Auch dieses Tier hätte vielleicht die 4 Sterne erreicht. Schade. Aber wie soll man das wissen, ne? Für mich sah es sehr ausgewachsen aus. Keine Ahnung, wie ein Tier aussieht, das noch älter ist. Ob das nochmal ein bisschen grauer wird oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ist okay, wir nehmen es mit und stellen es in unsere Lodge. Wenn wir noch einen Platz finden zumindest. Aber ja, schöne, schöne Ausbeute. Natürlich war das Projektil war jetzt schon ein bisschen der Overkill. Also da war ein bisschen zu viel Energie im Spiel. Aber wir wollten ja auch das Tier dahinter mit erwischen. Wir haben gelernt, so wird das nichts. Wir müssen entweder 2 Köpfe hintereinander abschießen. Na, die genau in einer Linie stehen oder... Ja, ein Kopf und eine Lunge würde vielleicht auch noch gehen. Ist halt die Frage. Könnte klappen. Naja gut, wieder was gelernt. Das Tier haben wir mitgenommen. Gehen wir mal weiter. So, da haben wir nochmal eben einen einzelnen Springbock ausgewachsen. Einen Stern. Da quatschen wir nicht lange drum. Den nehmen wir einfach mal eben mit. So, bisschen Seitenwind von links und... Gut, sehr solide. Das könnte sogar ein Herzschuss gewesen sein. Auch wieder ganz alleine unterwegs ist hier. Das ist gefährlich. So alleine einfach unterwegs zu sein. Das ist einfach nicht gut. So. Ja. Das kann sich so sehen lassen, würde ich sagen. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Herz. Besser geht's gar nicht, oder? Gut. Sack mal schnell ein und weiter geht's. Okay, ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter landeinwärts gegangen. Ich war eigentlich eben hier bei den ganzen Seen unterwegs, also über dem großen und den etwas kleineren Seen, weil ich habe gedacht, okay, dort könnten ein paar Tiere unterwegs sein. Ich habe sogar die Zeit ein bisschen vorgestellt, ne? Aber so gut wie nichts ist dort unterwegs gewesen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und jetzt habe ich hier ein paar Wildschweine gefunden, die hier so ein bisschen rumchillen. Ja, und... ja, chillt mal wieder weiter. Dann könnte ich gegebenenfalls auch mal... am besten schießen wir natürlich das da drüben, ne? Steht doch gerade ganz gut seitlich zu uns. Ja, vielleicht schießen wir auch 2, aber... in erster Linie würde ich das mitnehmen. Ansonsten ist die Herde relativ uninteressant. Das Tier hier hat eine gute Zukunft vor sich. Ja, es hat jetzt schon 2 Sterne, das ist gut. Ansonsten, der Rest ist uninteressant. Die 2 ausgewachsenen Weibchen gegebenenfalls noch, aber ansonsten... Ja... Gut, würde sagen, dann legen wir mal an und holen uns das Männchen da drüben. Bevor es gleich weiterläuft, die anderen sind schon wieder auf dem Weg. So, ungefähr so und... Das ist eine große Menge Blut. Das könnte ein Herztreffer gewesen sein. Und es ist tot. Ich glaube, das war unser Herztreffer. Geil. Geilo. Gehen wir mal rüber. Also das ging wirklich schnell zu Ende. Wenn das kein Herztreffer war, wüsste ich jetzt auch nicht weiter. So, zeig mal her, mein Freund.
Ah, oh. Okay, war ein bisschen hoch, muss man sagen. Aber war nah genug dran am Herz. Getroffen Hammers. Ja, gut. War jetzt nicht der schönste Herztreffer, aber es zählt als Herztreffer, also will ich mal nicht so sein. Herz ist Herz. Dann gucken wir mal. Okay, auch 74% ist eigentlich auch echt ein guter DNA-Wert. Dass das da nur zwei Sterne hat, naja, gut. Länge der Stoßzähne. Okay. Ja, cool. Cool. Nehmen wir doch gerne mit. So, die anderen Tiere sind wahrscheinlich jetzt weg. Dann brauche ich auch nicht hinterher zu gehen. Da hinten, oder? Oh, das ist doch ein ausgewachsenes Weibchen, Leute. Lasst mich mal kurz checken, wie weit das weg ist. 300 Meter, na Mensch. 150 ist halt ein bisschen scheiße, aber. Obwohl, wir haben hier diese Striche, gell? Da könnte man sich theoretisch dran orientieren. Nochmal 50 Meter quasi weiter zielen, so ungefähr vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, welcher Strich was bedeutet hier. Kann leider auch schwer unterscheiden. Ich glaube, das sind die Ausgewachsenen, die beiden. Die laufen so schön nebeneinander. Lasst mich mal kurz die Waffe wechseln. Und kurz mal überlegen, ob das. Oh. Oh, das wäre natürlich cool, wenn wir zwei Wildschweine aus der Entfernung schießen würden. Mit einem Schuss, aber. Obwohl. Wir chillen nochmal ganz kurz. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit. Jetzt kommst du sogar in meine Richtung. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber die Gelegenheit wird sich, glaube ich, nicht mehr ergeben. Obwohl. Bam. Nee. Nee. Das lassen wir mal lieber. Aber wir nehmen das trotzdem noch mit, das eine. Waren ja zwei ausgewachsene Weibchen. Ich denke mal, das ist das hier und das. Die könnte man schon durchaus noch abschießen. Obwohl ich mir jetzt echt unsicher bin, wer welches oder was, welches Tier welches, was auch immer ist. Ach, wir lassen es. Wisst ihr, wir lassen es einfach. Besser ist vielleicht. Wir suchen uns lieber was Schöneres. Okay, ich bin gerade mit dem Auto hier am Wasser entlang gefahren. Direkt hinter mir ist so ein Wasserfall. Und da vorne haben wir eine ganze Menge Springböcke. Ich würde fast sagen, wenn ich da jetzt einfach reinschieße, ich würde zwei oder drei töten mit einem Schuss. Oh Leute, wisst ihr was? Bessere Gelegenheit bekomme ich wahrscheinlich nicht. Die stehen alle so schön in einer Reihe. Okay. Naja, ein einzelnes Tier kann ich nicht mit der Waffe einfach abschießen. Das wäre zu brutal. Also, ich meine, ja, theoretisch gesehen ist das erste Tier, was wir treffen, wird auch ganz schön zerrissen, aber gut, ich denke mal, davon wird es nicht viel merken, weil es mit im Bruchteil von einer Sekunde tot ist. Aber, einfach so auf ein einzelnes Tier würde sich das verschwendet anfühlen. Gehen wir nochmal gucken, ob wir zwei erwischt haben. Ich glaube eigentlich schon, weil da stand noch eins direkt dahinter. Ich bin eigentlich guter Dinge. Standen die auf einmal einfach vor mir. Ich habe gerade so Glück gehabt, dass ich sie nicht verschreckt habe. Das sieht gut aus. Oh. Das sieht richtig gut aus. Haben wir wieder zwei erwischt. Oh, yes, sir. Gut, eins habe ich gesehen, das war ausgewachsen. Das dürfte das hier gewesen sein. Schön durch die Lunge, mittig durch. Viel zu viel Energie natürlich, aber gut. Ah, es war nur weiblich und erwachsen. Gut, ist jetzt nicht ganz so wild, ist jetzt nicht super schlimm. Ne? Ihr seht auch wieder die Energie, ne? Nachdem die Kugel wieder ausgetreten ist, reicht perfekt für das nächste Tier. Und das nächste Tier sieht doch etwas dicker aus. Das ist wahrscheinlich ein Männchen, vielleicht ein ausgewachsenes sogar. Ich meine, schaut euch das, die Hörner an. Das könnte sogar ein gutes Tier sein. Gucken wir gleich mal rein. Auch das Tier. Muah, schmackhaft. Ihr seht genau die richtige Energie. Auch beide Lungenflügel erwischt. Und jetzt, bitte lass es ein gutes Tier sein. Ja, ey, es ist ein ausgewachsenes Männchen. 5 Sterne Jagdbewertung, als hätte ich die richtige Waffe benutzt. Besser geht's doch nicht, oder? Direkt eine Folge später wieder ein Doppelabschuss. Oh, das freut mich. Und um das erwachsene Weibchen ist es auch nicht so schade, muss man sagen. Also, ja, war sehr solide. Ein bisschen weiter links. Und wir hätten vielleicht sogar einen Doppelherzschuss gelandet. Leute, das ist mein nächstes Ziel. Zwei Herzen mit einem Schuss treffen. Also. Hat das schon mal irgendjemand geschafft von euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, wer ist so verrückt, um sowas zu probieren? Also, das kann doch nur ich solchen Dingen nachgehen. Aber falls ihr das schon mal geschafft habt, Leute, Respekt. Also, das
Das braucht schon eine Menge Glück oder eine Menge Skill oder eine Kombination aus beidem. Okay. Gut. Steck mal ein, das Tier. War doch eine solide Ausbeute. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Wartet mal. Wartet mal. Ich möchte ganz gerne nochmal schauen. Ich kann es nicht nochmal angucken, ne? Ob der Schuss auch bei dem Tier wieder ausgetreten ist. Ob man theoretisch sogar noch ein drittes Tier hätte erschießen können. Aber ich glaube, dafür müssen einfach drei Köpfe in einer Reihe sein. Dann wird es gehen. Stellt euch das vor, Leute. Drei Tiere mit einem Schuss. Also, dann könnt ihr mich God Gamer nennen, einfach, wenn ich das schaffe. Und ich werde es schaffen. Eines Tages. Und ihr werdet dabei sein. Hoffentlich. Gut, Leute. Dann gehen wir nochmal weiter. Ein Tier können wir noch schießen. Und dann nähern wir uns so langsam wieder dem Ende der Folge. Mal schauen, was das letzte Tier wird. Oder die letzten zwei. Zwinker, zwinker. So, zu guter Letzt habe ich hier nochmal ein paar Streifengnus, die so ein bisschen gerade meinen Weg kreuzen. Die auch ganz gut in einer Linie so stehen immer mal. Und ich dachte mir, gut, so zwei Streifengnus mit einem Schuss wäre doch auch nochmal eine Leistung. Ich will es jetzt nicht immer zu drauf anlegen, zwei Tiere mit einem Schuss zu schießen, Leute. Wo denkt ihr hin? Aber irgendwie so gerade hätte ich schon da nochmal Bock drauf. Ja, gerade weil die auch ganz gut wirklich stehen. Oh, da wäre die Gelegenheit gewesen. Da wäre es gewesen, yo. Ansonsten, was haben wir hier für Tiere? Erwachsen, ausgewachsen, ja. Erwachsen, erwachsen, ausgewachsen, erwachsen. Okay, naja, gut. Sehr viele erwachsene Tiere. Das wäre jetzt auch noch eine Gelegenheit gewesen. Die zwei kreuzen sich gleich. Ausgewachsen und ein Stern erwachsen. Ich denke, damit könnte man leben. Ne, das Weibchen und das Ein-Sterne-Männchen. Denke, das würde klar gehen. Oh. Wir haben zwei Blutspuren. Eine sogar groß. Die hintere. Weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber. Ja, die hintere ist klein, leider. Da musste ich halt schnell reagieren gerade. Schade, aber. Es ist trotzdem für den Test gar nicht mal so schlecht, weil dann wissen wir, wie viel Energie wir noch haben, wenn wir so ein ganzes, das war ein Gnu, ne, wenn wir so ein ganzes Gnu durchlöchert haben. Ja, ob das überhaupt möglich ist, das dahinter auch noch zu treffen. Es könnte natürlich sein, dass wir das dahinter auch einfach in den Darm oder so getroffen haben. Gut möglich. Aber wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, was da raus geworden ist. Es ist ja eine große Menge Blut, also so weit dürfte es gar nicht geflüchtet sein. Es müsste ja theoretisch schon irgendwo hier liegen. Da hatte ich halt eben ein kurzes Zeitfenster, ne? Da musste ich halt eben schnell ran. Oh, Moment. Ach, scheiße. Das wäre jetzt auch geil gewesen, eine geile Gelegenheit. Die habe ich nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Scheiße. Na gut, da hinten sind übrigens noch die Gnus. So, dann einmal gucken hier. Da dürfte das ausgewachsene Tier sein. Sieht irgendwie aus wie ein Zebra so ein bisschen. Deswegen auch ein Streifengnu. Und wir gucken mal rein. Ja, relativ weit vorne, aber akzeptabel. Schön zwischen den Rippen durch. Am Ende haben wir nochmal einen Knochen getroffen. Das hat uns nochmal ein bisschen was gekostet. Aber die Energie ist halt sehr gering, ne? Sehr gering danach. Dann noch ein Tier zu töten. Ich meine, das ist ungefähr von hier bis hier, ne? Von hier bis hier. Wird schwierig. Wird absolut schwierig. Und ich glaube, wir haben das andere Tier auch gar nicht so schlecht getroffen, oder? Was meint ihr? Ich denke mal, es hat einfach nicht gereicht, die Energie für das andere Tier. Auch hier wieder. Wahrscheinlich, also mit einem Kopftreffer wird es klappen. Ja, da wird man das andere noch erwischen. Aber so. Vier Lungen zu durchdringen. Ist gar nicht mehr so leicht. Oder drei Lungen, sage ich jetzt mal. Deswegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir näher dran gewesen wären, aber wir waren ja schon eigentlich echt nah dran, von daher. Gut. Ich würde es sagen, Leute. Eins der Tiere müsste ja theoretisch noch angeschossen sein. Wir könnten jetzt natürlich auf gut Glück nochmal eins anschießen und hoffen, dass es unsers ist. Entweder das. Also es müsste ja ein erwachsenes Männchen sein. Wir versuchen es einfach mit dem hier. Na, das wird dann das letzte Tier sein, das wir für heute schießen. Ist jetzt nicht die krasseste Ausbeute, aber Amin. Besser als nichts.
Und ein Tier ist eh schon verletzt. Das heißt, wir haben die Chance, es einfach wieder gerade zu biegen. So. Das hier hat, glaube ich, einen besseren DNA-Wert als das. Wir gehen auf das. Würde ich sagen. So, der hat mittig getroffen. Das habe ich gesehen. Das heißt, der wird auf jeden Fall gut drauf gehen. Schauen wir doch mal, ob wir den noch sehen, wo er langläuft. Hä? Achso, hier hinten ist wie so eine kleine Absenkung. Da laufen die wahrscheinlich lang. Gut, irgendwo dort habe ich getroffen. Ich würde sagen, wir sammeln das noch ein. Und dann beenden wir die Folge für heute. War doch ganz witzig soweit. Bin ich zumindest. Ich habe irgendwo einen Honigdachs gehört. Da hinten. Gut, dass ich ihn nicht sehe, weil wenn ich ihn sehen würde, das wäre wahrscheinlich nicht gut für ihn ausgegangen. Na gut, holen wir das letzte Gnu noch und dann reicht's erstmal. Okidoki, da vorne ist die Herde, da oben, schön am Berg. Da könnte man jetzt easy noch eins schießen, aber es ist auch nicht mehr viel Relevantes übrig, muss man sagen. Gucken wir jetzt einfach mal, ob wir gut auf gut Glück das Tier, was wir angeschossen haben, erwischt haben oder nicht. Oh, huhu, jawohl. Da sehen wir es erstmal. Geil, jetzt können wir wenigstens nochmal eine Auswertung machen. Wir haben die Lunge sogar getroffen. Ihr seht's, rechter Lungenflügel, sehr weit unten. Das ist natürlich scheiße. Hätten wir ein bisschen höher getroffen, hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht. Ich meine, ihr seht's, knapp über 1000 Joule. Das ist zu wenig, zu wenig. Ne? Ich meine, hätten wir jetzt richtig clean Schuss gehabt. Irgendwie relativ weit vorne durch die Lunge durch, da wo die Haut vielleicht am dünnsten ist. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwo hier so durch. Und dann das andere Tier noch. Vielleicht hätte es dann gerade so geklappt. Aber so ist einfach zu wenig Energie übrig gewesen. Aber schön, dass wir das Tier erwischt haben. Dadurch konnten wir wenigstens mal sehen, wo haben wir getroffen, wie viel Energie hatten wir noch. Also ist schon ganz nice. Und der letzte Schuss knapp überm Herz. Die Lunge getroffen. Bisschen tiefer und wir hätten es erwischt. Aber gut. Das war auch das Tier, was so halb im Busch stand, glaube ich, ne? Das ist so ein bisschen, oder? Stand das so ein bisschen im Busch? Das ist 5 Minuten her und ich weiß es schon wieder nicht mehr. Klassisch. Ja gut, alles klar. Ihr seht auch, das war eine gute Entscheidung. 18% DNA-Wert, was ist das überhaupt? Weg mit dir, mein Freund. Gut, dann liebe Leute, haben wir es wieder mal geschafft für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, lasst eure Meinung und eure Gedanken gerne in den Kommentaren nieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.